Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit einer ausgewogenen Ernährung kann man in der kalten Jahreszeit viel für die eigene Gesundheit tun. Aber auch Bewegung, Spaziergänge unter frischer Luft oder sportliche Betätigung bringen uns fit durch den Winter. Unbestrittene Fitmacher sind auch unsere Fruchtsaftgetränke Everyday. Sie sind reich an Mineralstoffen und ergänzen den täglichen Vitaminbedarf. Dank 4 Sorten Everyday ist auch für Abwechslung gesorgt. Die Säfte schmecken herrlich frisch und fruchtig. Und mit einem praktischen Schraubverschluss ist das Einschenken noch leichter und die Frische bleibt in der Flasche. Topfit und auch im Winter strahlend gesund ist unser heutiger Gast. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Francine Jordi. Hallo Francine. Hallo Pascal. Francine, wie haltest du dich im Winter fit? Ja, ich mache nicht so viel, ich bin nicht so die Sportskanone. Ich tue lieber so ein bisschen schlafen oder vielleicht mal spazieren, wenn ich Zeit habe, ins Napfgebiet. Oder ein bisschen schwimmen, je nachdem. Du hast die Schweizer Ausscheidung im Konkurs Eurovision gewonnen. Freust du dich auf das Finale in Estland? Natürlich freut man sich da, die Schweiz zu vertreten. Wobei es ist schon eine sehr grosse Aufgabe. Wir sind doch eine politische Insel da mitten in Europa. Und es wird gar nicht so einfach, da wirklich einen guten Platz zu bekommen. Wie ich gehört habe, kommt bald wieder eine neue CD von dir raus. Wir haben ganz fest gearbeitet. Im April kommt die neue raus. Die Single ist schon draußen. Und im Oktober gehen wir dann mit dieser CD auf Tournee, grosse Schweiz-Tournee. 2 Stunden live, Francine Jordi. Und jetzt wollen wir schauen, was der Armin für ein Rezept mitgebracht hat. Wir machen heute einen gesunden Eintopf mit Schweinsragu und Wirz. Grüezi miteinander. Eine halbe Zwiebel mit Lorbeer und Nägeli bestecken. Die andere Hälfte grob schneiden. Auch Knoblauch grob schneiden. Rüebli und Sellerie schälen und grob würfeln. Rösali können rösten und je nach Größe halbieren. Auch ein Wirz und den Lauchstängel rösten und in Streifen schneiden. Das Fleisch, Schweinsragu von Coop Naturaplan, leicht würzen und im heißen Öl anbraten. Dann rausnehmen. Und das Gemüse im Fond andämpfen. Das Fleisch zurück in die Pfanne geben. Und mit Weisswein oder Äpfelwein und Wasser ablöschen. Ein Bouillonwürfel dazugeben und würzen. Jetzt das Gericht zudeckt schmoren und ab und zu kontrollieren, ob es noch genug Flüssigkeit hat. Nach einer Stunde die Töpfelschnitz zum Gericht geben und weitere 30 Minuten schmoren. Kurz vor dem Servieren den Soßenrand drunter ziehen und mit Salz und Pfeffer würzen und gehackte Peterli drüber streuen. Auch das Rezept steht in der neuen Coop-Zeitung. Einen guten! Besten Dank, Armin. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet: Aus welcher Region kommt der Kräuterfrischkäse von Coop Naturaplan? Aus dem Napfgebiet, aus dem Seeland oder aus dem Baselgebiet? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Napfgebiet. Damit 2 Eintrittskarten für die Expo 02 inklusive Verpflegung im Coop-Restaurant Bio Tavola hat gewonnen. Tonic Rosmarin. Herzliche Gratulation. Vielen Dank allen fürs Mitmachen und ganz besonders natürlich dir, Francine, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Danke. Vielen Dank. Wir bleiben noch einen Moment im Napfgebiet. Dort wird nämlich nicht nur nach dem Gold gesucht, das vom Regen ausgewaschen und in den umliegenden Bachbett abgelagert wird. Das Napfgebiet ist auch die Heimat des Kräuterkäse von Coop Naturaplan. Hergestellt aus Biomilch und Biokräuter aus dem Luzerner Hinterland. Das eigenständige Produkt ist unvergleichlich im Geschmack und unterscheidet sich von anderen Frischkäse wegen der verschiedenen Kräuter, die ebenfalls in der Napfregion gesammelt, getrocknet und für die weitere Verarbeitung gemahlen werden. Am besten entdecken Sie den Kräuterkäse von Coop Naturaplan aus dem Napfgebiet jetzt selber. Es gibt ihn nämlich zum Aktionspreis. Zum Abschluss hier noch der Wochenhit aus dem Coop-Restaurant. Rindsgeschnetzelt Stroganoff aus Schweizer Fleisch mit Spätzli für weniger als 10 Franken. Das war es für heute.
In einer Woche begrüßen wir wieder einen interessanten Gast und präsentieren Ihnen attraktive Geschenkideen für den Valentinstag. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.